Liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Lösungsfälle von Gleichungssystemen mit linearen Gleichungen. Welche Kriterien gibt es jetzt für das Lösen von Gleichungssystemen mit zwei Variablen? Zuerst einmal müssen wir genau nachsehen, um was für ein Gleichungssystem es sich handelt, ob es wirklich zwei Variablen sind. Wir gehen das genau durch und schauen uns die Gleichungen an und schauen genau, wie viele Variablen vorkommen. Zum Beispiel kann unser Gleichungssystem heißen3x plus 2y ist 5. Und das zweite, 2x plus 3y ist 7. Hier haben wir ein Gleichungssystem mit zwei Variablen und zwei Gleichungen. Also die erste Gleichung in zwei Variablen in x und y und die zweite Gleichung in zwei Variablen in x und y. Wieder in den gleichen Variablen natürlich. Man kann diesem Gleichungssystem sehr schnell ansehen, ob es eindeutig lösbar ist, unlösbar oder mehrdeutig lösbar. Erinnern wir uns noch einmal daran, dass jede dieser Gleichungen eine Gerade darstellt, so gibt es die Möglichkeiten, dass diese Geraden sich eben schneiden, dann ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar, oder sie sind parallel, dann ist das Gleichungssystem unlösbar. Oder sie liegen aufeinander, dann ist das Gleichungssystem mehrdeutig lösbar. Diese Möglichkeiten kennen wir vom grafischen Lösen. Und rechnerisch können wir dies auch sehr schnell an den Zahlen, an den Koeffizienten bei den Variablen erkennen. Zum Beispiel eindeutig lösbar ist ein Gleichungssystem, wenn die homogenen Gleichungen nicht proportional sind. Das bedeutet, wenn die Koeffizienten beim x und beim y nicht im gleichen Verhältnis stehen. Hier zum Beispiel 3 zu 2 ist nicht wie 2 zu 3. Dies ist eine wahre Aussage und hier haben wir ein eindeutig lösbares Gleichungssystem. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel 7x minus 3y ist 0 und die zweite Gleichung würde lauten zum Beispiel x plus y ist 7. Wir schauen hier nur auf die Zahlen vor den Variablen. Wenn keine Zahl dabei steht, noch einmal zur Erinnerung, können wir uns immer die 1 dazu machen. Und dann bedeutet das, wir haben hier 7 zu 1 ist nicht wie minus 3 zu 1, was eine wahre Aussage ist. Und deswegen sind wir hier bei einem Gleichungssystem, das eindeutig lösbar ist. Oder ein anderes, 2x plus y ist 1 und x minus x plus y zum Beispiel ist 4. Hier haben wir die beiden Gleichungen und wenn wir hier die Koeffizienten wieder betrachten, dann würde es heißen 2 zu minus 1 ist nicht wie 1 zu 1, was eine wahre Aussage darstellt. Und deswegen haben wir auch hier wieder ein eindeutig lösbares Gleichungssystem. Genauso können wir das auch erkennen, wenn es unlösbar ist. Das heißt, wenn die Geraden parallel zueinander sind. Hier muss gelten, dass die Koeffizienten beim x und y im gleichen Verhältnis sind, also a1 zu a2 ist wie b1 zu b2, aber die konstanten Glieder nicht. c1 ist nicht c2. Hier ein Beispiel. Beispiel für die erste Gleichung, 2x minus 3y ist 4.
Und die zweite Gleichung würde dann zum Beispiel heißen 4x minus 6y ist, und hier kann dann jede Zahl sein, außer 8, zum Beispiel 6. Schauen wir uns das genau an, diese Koeffizienten. 2 zu 4 ist wie, minus 3 zu 6 ist aber nicht wie 4 zu 6. Wenn wir das ausrechnen, 2 durch 4 ist 0,5. Minus 3 durch minus 6 ist auch minus 0, ist auch plus 0,5. Minus durch minus gibt plus. Das ist aber nicht 0,6 periodisch. Wenn dieses Verhältnis gilt, A1 zu A2 ist wie B1 zu B2, ist nicht wie C1 zu C2, dann handelt es sich um ein unlösbares Gleichungssystem, dann handelt es sich um parallele Geraden. Ein anderes Beispiel hier wäre ein zweites, 3x plus y ist 3. Und die zweite Gleichung könnte zum Beispiel heißen, minus 3x minus y ist jede Zahl, nur nicht minus 3, zum Beispiel 0. Dann haben wir auch hier wieder 3 zu minus 3 ist wie 1 zu 1, ist nicht wie 3 zu 0. Also minus 1, habe ich ein Minus vergessen, ist wie minus 1, ist nicht wie 3 zu 0, wäre unendlich. Also, wenn es sich um so ein Gleichungssystem handelt, haben wir ein unlösbares Gleichungssystem, parallele Geraden. Wenn alles zusammenpasst, die Koeffizienten beim x sind im gleichen Verhältnis wie jene beim y und alles ist auch im gleichen Verhältnis wie die Konstanten, dann sprechen wir von einem mehrdeutig lösbaren Gleichungssystem. Das heißt, hier liegen die Geraden aufeinander. Ein Beispiel wäre 2x plus 4y ist 9. Und die zweite Gleichung zum Beispiel, minus x minus 2y ist minus 4,5. Wir sehen also, die erste Gleichung ist praktisch, die zweite Gleichung ist dieselbe wie die erste, nur dividiert durch minus 2. Und wir haben hier das Verhältnis 2 zu minus 1 ist wie 4 zu minus 2 ist wie 9 zu minus 4,5. Das heißt also, minus 2 ist minus 2 ist minus 2. Wenn alles zusammenpasst, die Koeffizienten beim x, die Koeffizienten beim y und die konstanten Zahlen, dann handelt es sich hier um ein mehrdeutig lösbares Gleichungssystem. Und vielleicht noch ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel die Gerade haben, x plus y ist 4 und die zweite 2x plus 2y ist jede Zahl aus genau 8, muss es hier heißen, dann haben wir hier die Koeffizienten 1 zu 2 ist wie 1 zu 2 ist wie 4 zu 8. Also 0,5 ist 0,5 ist 0,5. Noch einmal zur Wiederholung. Wir schauen auf die Zahlen vor dem x und dem y, erkennen als erstes, sie stehen hier zum Beispiel nicht im gleichen Verhältnis, dann wissen wir, es handelt sich hier um ein eindeutig lösbares Gleichungssystem. Wenn wir ein Gleichungssystem sehen, bei dem die Zahlen beim x und beim y im gleichen Verhältnis stehen, aber hinter dem ist gleich nicht, dann sehen wir, dass es ein unlösbares Gleichungssystem ist. Praktisch die grafische Lösung würde hier parallele Geraden ergeben. Mehrdeutig lösbar, das heißt,
Die Lösungsmenge wäre dann folgendermaßen auch zum Anschreiben: Lösungsmenge, die Menge aller xy-Element r Quadrat, für die gilt, und dann kommt jetzt die erste Gerade, ergibt sich, wenn alle Koeffizienten im gleichen Verhältnis stehen, beim x, beim y und beim z. Lösungsmenge hier, habe ich vielleicht noch vergessen, wäre die leere Menge. Es gibt ja keine Zahlen, die hier gemeinsam sind. Und die Lösungsmenge hier wäre natürlich der Schnittpunkt. Ja, so viel zu den verschiedenen Lösungsfällen, zu den Lösungskriterien bei Gleichungssystemen mit zwei Variablen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Begeisterung für die Gleichungssysteme wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch durch andere Videos zu mathematischen Themen durch meine Videos helfen könnte. Ciao und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.